Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Floßreise durch die katastrophal überflutete Welt von Raft. Ja, hier gab es ein kleines Problem. Ich habe das Mikro nicht angemacht, aber ihr habt nicht viel verpasst. Ich suche hier nach Datos Code. Ich war offscreen, war ich drüben auf dem Floß, habe vier Schippen gemacht. Eine haben wir jetzt durchgeschaufelt, da war aber nichts von Datos Code. Ich habe festgestellt, dass die hier respawnen, die Dinger. Außer anscheinend auf den Flächen, auf denen wir schon Datos Code gefunden hatten. Weil die war die einzige, die nicht respawned war. Ja, und jetzt suche ich hier weiter, ne? Die zweite Schippe ist auch gleich schon durch. Das heißt, wahrscheinlich reichen vier Schippen gar nicht. Weil zwei sind schon durch. Das ist ein bisschen doof so, ne? Ja, echt. Total bescheuert. Ich muss jetzt hier so lange durchzocken, bis ich's hab, ne? Sonst finde ich den Code ja gar nicht. Das heißt, wir werden ganz schön viele Schaufeln heute brauchen. So ein Murks, ey. Ich habe mir aber auch nicht gemerkt, wo die drei Schaufeln standen, weil angeblich soll man ja mit drei Schaufeln hinkommen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aua! Aua! Ich habe echt keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ach ja, Manfred, was meintest du mit den Buttons von der vorletzten Folge? Ich habe mal geguckt, ich habe keine Buttons gefunden. Höchstens diese Banner mit den unterschiedlichen Zeichen. Meintest du die? Upsa. Entschuldigung. Ja, wo kann die Scheiße jetzt sein, ne? Ja, ehrlich, ey, das ist Murks jetzt hier. Und die nächste Schaufel dahin. Ja gut, wie gesagt, viel Schaden macht der Scheiß nicht. Das ist nicht schlimm. So eine Gemüsesuppe und so ein Getränk hier. So, wir werden sicherlich gleich nochmal aufs Floß müssen. Die Schippen reichen bei weitem nicht. Wir werden hier alles umflügen müssen, bis wir den dritten Code haben, ne? Ich schätze, die fehlende Harpune, die bekommen wir drüben in dem Häuschen von Detto oder Dettos Floß. Ja, ich schätze, ne, dass wir die da kriegen. Ich glaube, meine Kopfhörer gehen langsam in den Wicken. Dabei sind die noch gar nicht so alt. Da ist auf jeden Fall noch Garantie drauf. Auf jeden Fall knackt der Sound immer. Ich muss mal gucken, ob man das in der Aufnahme hört. Dann liegt es zumindest an den Kopfhörern. Ja, da bin ich mal gespannt, wann wir den Scheißcode finden, wie viele Schippen uns da drauf gehen. Weil vier sind jetzt gleich durch. Drei, ne? Ne, vier. Ja, vielleicht nicht da warten. Vier Schippen durch. Und noch nichts gefunden, ne? Naja, viel bleibt uns nicht mehr. Dann machen wir nochmal vier, ne? Wir haben ja alles noch zur Genüge. So, da ist sie dahin. Hier, das war die Stelle, wo wir schon mal Dennis Code gefunden hatten. Hier ist nichts nachgespawnt. Und da hinten habe ich gesucht schon mal. Da das Feld und ich glaube das Feld. Oh, und dann müssen wir hier noch den Rest machen, ne? Bis wir den letzten Code finden. So, wir gehen zurück zum Floß und holen uns neue Schippen. Neue Schaufeln braucht das Land. Ja. Also ich weiß tatsächlich nicht, was der Manfred mit Buttons meinte. Oh. Benötigt zwei Zugangsschlüssel. Aha. Irgendwas, was noch in dieser Dings sinnvoll war. Ein Traumfänger.
Ach, da war ich auch noch nicht. Guck mal. Hier ist auch irgendwie ein Schloss vor. Benötigt einen Gefängnisschlüssel. Ach, was ist das hier? Zugangsschlüssel aufnehmen. Ah! Are locked up, which is everyone by my count. To anyone reading this, Olaf should be up in the marketplace. Beware of his rabid beasts. Please take the master key from him. Set us free. Set Utopia free. You need to be more careful in the future. All this, it's just a scratch. Ready this? Don't worry. We should be more vigilant in the future, but we also can't lose what makes Utopia great. I'm so tired of this. We can be strong and not let fear guide us. Ah, das kommt daraus. Aus dem Gefängnis. Ich dachte gerade schon. Hä? Also dieser Olaf Wilkström, der war ja auf Caravan Town schon sehr komisch, wenn ich das noch in Erinnerung, richtig in Erinnerung habe. Tür von der anderen Seite verschlossen. Na toll. Nur ein Ausgang. Ey, wird das schon wieder dunkel, ne? Wahnsinn. Oh, wo ist denn das Floß? Da, ne? Wie bin ich denn jetzt wieder gelaufen hier? Mann. Verlaufen, das kann ich mich am besten. Das kriege ich easiest hin. So, genau. Hier rüber. So, also Buttons habe ich hier echt keine gesehen, ne? Weiß nicht, was genau du mit Buttons gemeint hast. Also wenn du diese ganzen Lichter oder was meinst, ob die einem den Weg weisen, weiß ich nicht. So, nee, der Sound ist zwischendurch komplett weg. Was ist denn das für ein Murks hier? Muss ich nicht verstehen, oder? So, dann mache ich mir mal 5 Schaufeln. Oh, hier. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, krass, ne? Krasse Sache, das. So, Essen haben wir noch. Was wolltest du wegpacken? Das hier, ne? Dann hol dir nochmal schnell lecker trinken hier. Mach das nochmal voll. Ja, sehr gut. Dass das wohl wieder ist mit dem Sound. Sehr merkwürdig alles. Schlafen wollte er ja. Schlafen wollte er ja. Damit wir möglichst schnell und ratzo-fatzo wieder rüber können. Wehe, die Scheiße ist jetzt wieder respawned, ey. Dann werde ich aber welk. So. Zieh das einfach durch hier, ne? Also bis jetzt habe ich noch nicht so wirklich was vom Tauchen mitgekriegt und ich hoffe auch, das bleibt so. Aber ich glaube, meine Hoffnung ist doch ein bisschen zu verfrüht und zu positiv. Warte. Ach komm. Wir gehen den regulären Weg. So. Hier sind soweit keine Dreckhaufen. Hier sind welche. Machen wir hier weiter. Da oben sind nämlich auch keine. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren hier oben... Hey! Hier waren nämlich keine mehr, genau. Oh. Hat hier einen da noch erwischen, ne? Fiese Sache, das.
So. Nee, noch haben wir nicht alle. Da drüben ist auch noch einer. Da ist noch ein ganzes Feld von denen. Und da drüben waren nicht mehr so viele, ne? Drei Stück noch hier. Komm. Drei oder vier. Die machen wir mal eben auch weg. Das war's schon. Hier ist noch einer. Hier auch noch einer. Ja komm, das schaffen wir jetzt. Ah, da ist er doch. Jawohl. So, drei Teile von Dettos Code. Müssen wir irgendwie hier hin. Ja, dann gucken wir mal. Haben wir. Kann ich die nicht schließen? Nö. Silbersmoothie, sehr gut. So. Das wollen wir jetzt mal essen. Ah, hier, das Ding haben wir ja schon mal gesehen, ne? Die Rakete käme noch aus Caravan Town. So, was haben wir denn? Hier haben wir erstmal einen Bauplan. Was ist das denn hier? Da ist die Harpune. Großer Rucksack. Ja, mega nice. Mega nice. Ja. Das ist geil. So, seht ihr, jetzt ist der Sound wieder ein bisschen buggy, ey. Und nur die Musik, ne? Und da habe ich schon die ganze Zeit seit dem Update Probleme festgestellt. So, jetzt haben wir die Harpune. Jetzt gucken wir uns aber erst noch ein bisschen um hier, würde ich sagen. Hä, wo habe ich die denn jetzt weg? Oh, cool. Die war wohl irgendwo drin. Sehr cool. Ja, da will ich mich nicht beschweren. So. Ja, die Harpune machen wir nachher, ne? Ich wollte ja hier jetzt nochmal gucken. Hier war was, noch was mit diesen Zugangsschlüsseln. Das will ich jetzt auch noch rausfinden. Weil von der Harpune aus geht's ja nur darüber. Ja, hier. Wo geht's denn da hin? Mit der Harpune lande ich dann da. Ja, obwohl, dann könnte es sein, dass da der nächste Schlüssel liegt. Haben wir noch was auf der Rolle? Ach, voll die Rolle. Sehr gut. Ja, warte mal. Hier landen wir von diesem Punkt an der Harpune aus. Okay. Und hier fehlt uns noch ein Zugangsschlüssel, ne? Hm. Dann schauen wir doch mal. Hier werden wir ihn wahrscheinlich nicht finden, ne? Da oben kommen wir sonst nicht hin. Gut, dann machen wir das mit der Harpune jetzt doch. Ist das schon wieder hier? Nix, ne? Erstmal. Erstmal hat er nichts zu bedeuten. Also ab zu Detto. Hm. Ist immer so eine Sache, ne? Hier geht's nicht rein. Hier geht's nicht rein. Gut. Da müssen wir später noch diesen Gefängnisschlüssel haben. Mein Gott, ne. Hat die sich ja alle haben einfallen lassen. Nicht schlecht. So, die Harpune haben wir hier. Hatten wir echt alles gefunden, ja? Glaube schon. Da können wir nichts dran drehen. Hier haben wir geguckt. Hier war so nichts mehr. Nö. Hier haben wir alles gehabt. Hier kann man auch nichts drehen. Gut. Okay, Nummer sicher. Dann da oben diese Harpune betätigen. Und mal eben rüberrutschen, ne?
Uhu. Ja, der Detto war kein Unkluger. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt geht das in das Gebäude rein. Cool. Uhu. Ja, schön, neuer Haken. Jo. Tatsächlich ein neuer Haken. Habe ich so viel Schaufeln und brauche die gar nicht mehr. Super, ne? Oh Mann. Ja, komm. Die beiden kann ich gleich noch essen. Das kann ich wirklich fallen lassen. Die zwei Schrott können wir auch fallen lassen. Zur Not müssen wir eine Schaufel hier lassen. Hier, Zugangsschlüssel Nummer 2. Sehr gut. Ach, guck mal. Ordentlich futtern hier. Hier ist auf jeden Fall kaputt. Hier ist noch eine Kiste. Schade. Zweimal Metallsperr. Ja, geil, aber doch nicht jetzt. Ja, den Bolzen lasse ich natürlich nicht hier. So. Hier wollte ich gucken. Hier ging es nicht weiter, ne? Nö. Schon gut gemacht, auch hier mit dem zersplitterten Glas und so, ne? So, hier nochmal wieder Seilrötchen. Da kommen wir nämlich direkt da unten an der Tür mit dem Zugangsschlüssel raus. Sehr cool. Achso, Space-Taste vergesse ich. So, zack, zack. Öffnen. Bam. Oh, guck mal. Mit Aufzug hier. Jetzt brauche ich die noch nicht essen, ne? So, was können wir denn machen hier? Hoch und runter. Und wieder Fahrstuhlmusik. Ich renne hier so durch, ne? Ohne Schutz oder sonst was. Aber ja, nice. Hier kommen wir auch nicht durch, ne? Nö. Also geht's hier draußen weiter. Hier ist ein Netz. Okay. Hm. Benutzen. Mhm. Da ist jetzt eine Tonne. Aha. Oh, fein, fein. So ein Teil. X. Ja. So, da muss ich bestimmt irgendwas da drauflegen, um das dann nach hier hin zu transportieren. Mhm. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier noch so haben. Und hier gibt es nichts. Ja doch, wir können hier nochmal springen. Oh, oh, oh. Wow, 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 wow. Und nun hängst du hier fest, ne? Hier geht's. Nee. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Gar nicht. Muss ich wieder alles neu machen? Ah, hier. Ah, ja. Okay. Schönes Spiel. Die schubsen einen runter. Oh. Okay. Ich dachte, da kann man drüber springen. Und jetzt? So, die schubsen dich runter. Wie kommst du nicht drüber her? Hark. Und wenn ich hier oben mal die Leiter benutze, dann brauche ich irgendeinen Schlüssel. Ich sehe das schon, ja. Benötigt einen Hammer und den muss ich wahrscheinlich da irgendwie holen. Okay. Ach, Mann. Also Kamikaze-Taktik bringt einen hier auch nicht weiter. Oh, ist das ein Murks jetzt hier. So.
Nee, du kommst nicht über das Teil drüber her. Scheiß. Taktik, Taktik, Tick-Tack. Tick-Tack, Taktik. So, wenn ich mich von dem einfach mal hier in die Mitte stellen lasse. Oh, wie habe ich denn das geschafft? Ja! Yeah, baby! Okay. Hier schätze ich, muss ich mich ducken. Okay. Eins, zwei. Nein, Mann. So, nun bin ich in einem ganz anderen Teil hier, oder was? Ah, Mist, ey. Aber okay, das geht auch. So, nu? Wo muss er hin? Wo muss er hin? Wo muss ich denn jetzt hin hier? Hier drüber her? Oh Mann, was ein Spielchen. Also ich muss da wahrscheinlich rüber, ne? Oder? Boah, ist das eine miese Geschichte hier wieder. Da muss ich irgendwie rüberkommen, aber wie? Kann ich nicht da hinten hoch? Ich hier jetzt runterfalle? Kann ich dann nicht da hoch? Oh, was blöde Spiele hier, ne? Oh, ich will das mal probieren. Ne, hier kommt dann nicht rüber, ne? Ne, ne, schade. Hätte ja klappen können. So, und nun? Wo geht's nun weiter? Man weiß es nicht. Wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Hier, ne? Hier war's. So. So ein Scheiß. Zack. Ah, Mann. Nein. Oh. Du Vollhorst. Falsche Richtung gelaufen. Und nun? Nee, da ist es doch. Nee. Na, jetzt muss ich alles nochmal, ne? Mist hier. Was ein Kack, ey. Wie habe ich das denn gerade geschafft? Also landen. Springen. Ah! Okay. Sowas ist echt nicht meine Art Spiel, das ich gerne spiele, ne? Dieses Jump'n'Run habe. Aber so geht's. So ungefähr muss ich dann auch hier tun, ne? Nee. Dann muss ich hier den Clou auch nochmal rausfinden. Ich glaube ja, dass ich hier hinten eben einmal drüber hüpfen muss, ne? So. Ach, leck mich doch! Du Arsch! Halt. Hier. Nicht wieder zu weit rennen. So, die Idee ist schon richtig, ne?
Ja, guck mal. Hier dürfte ich jetzt safe. Nein! Okay. Da war ich nicht safe. So, ja. Herrlich, oder? Wo ist denn jetzt hier dieser Absprungpunkt wieder? Da. Mann, ey, was ein Drist hier. Ich meine, die Idee ist richtig, aber ich muss dann erstmal direkt drüber. Okay. Das machen wir nochmal schnell. Trinken mal eben ein Schlückchen und essen eine Kartoffel und eine Rübe. So. So, vielleicht trinken wir auch zwei Schlückchen. Ach, leck mich doch hier. Mann, ist das ein Triss. Ja, sowas mag ich nicht. Wo spiele Jump'n'Run gewollt hätte, hätte ich einen Jump'n'Run gespielt. Naja. So. Jetzt haben wir hier den nächsten. Jetzt brauche ich mal eben eine kleine Pause. Also bis gleich. Dann geht's hier mit weiter, wa? Irgendwie, wie funktioniert das denn? Kommen wir von da? Von da kommen wir, ne? Wir müssen hier weiter. Och Gott, ey, hören die Spielchen hier irgendwann mal auf? Ich komme hier dann bestimmt irgendwie hoch, ne? Ah, du ahnst es nicht. Wo muss ich überhaupt hin? Wahrscheinlich darum, ne? So eben konzentrieren. Nee, ne? Och Gott. Oh Leute, da macht doch keinen Spaß. Ehrlich. Kommt man da nicht irgendwie hoch, ey? So ein Mist hier. Echt. Ich meine, ich verstehe, wenn du eine Station weiterfliegst, ne? Ist ja okay. Ach Mann, warum springst du Drecksack denn nicht? Echt jetzt? Wieso brauchst du denn so lange zum Springen hier? Irgendwie seit dem Windows-Update gestern funktioniert hier alles nicht mehr richtig. So. Ey, das ist nicht meins, so ein Spielchen hier, ne? Echt nicht. Oh, da war ich ein bisschen zu schnell jetzt. Ah, und dann, ne, je mehr du dich aufregst, desto schlechter wird's. Desto schlimmer wird es. Ach, Mann! Was? Wieso hat er denn jetzt Schaden gekriegt? Doof oder was? Und nicht zu wenig, ey.
Ich krieg gleich die Krise hier, ehrlich, ey. Oh Leute, das ist doch ein Scheiß. Wieso macht man denn sowas? Also für mich ist das Spielspaß schmälend, nicht Spielspaß erweckend. Weil ich mag kein Jump'n'Run. Genau aus diesem Grund. Weil ich irgendwann kriege ich so einen Hals. Mann, leck mich doch! Boah, da werde ich aggressiv bei, ehrlich, ey. Das macht mich aggressiv. So. Das war ja vorhin schon ganz gut, ne? Und dann plumps, weil dieses blöde Ding kommt, kann ich hier nicht einfach drauf springen? Ehrlich. So. Wahrscheinlich hilft mir das nicht, ne? Ach ja. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Wieso kann man denn auf diese Kiste, wenn ich dann nicht darüber komme? Was soll denn das? Oh, ich krieg echt die Krise hier, ehrlich, ey. Das macht mir so keinen Spaß. Nee. Echt nicht. Dann soll man doch den Leuten, die abkürzen wollen, weil die so einen Scheiß nicht spielen wollen, eine Möglichkeit zum Abkürzen geben. Mann. Ich spiele ja ein Open Survival Craft Game und nicht ein Jump and Fucking Run. Ja, richtig. Alles nochmal auf Anfang. Genau. Meine Güte, ey. Boah, ich kann. Ich kriege hier gleich das große Schreien. Ehrlich. Wenn dann alles falsch war, ne? Weil ich das Ding nicht rübergeholt habe. Alter. Ich sag mal, das hat doch vorhin besser geklappt. Mann, ey, so eine Scheiße hier, ehrlich. Sorry, Leute, aber da habe ich so überhaupt keinen Nerv dran an so einem Scheiß. So. Ehrlich nicht, da. Das ist Scheiße, ist sowas, ja. Dieser Scheiß hier, der geht mir voll auf den Sack, ne? So, spring, 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 duck. Ducken, springen, springen. Nein, Mann! Springen, ducken, springen, springen. Ja, meine Fresse! Oh, das geht noch weiter hier. So, wo muss ich denn jetzt hin hier? Verdammt! Da komme ich doch von weg. Hä? Was soll denn der Scheiß hier? Wo soll er denn hin? Wo muss ich denn dann da hin? Oh. Na Leute, ich mache hier erstmal Schluss. Ich brauche eine Pause. Ich bin so in Rage, das klappt heute sowieso nicht mehr. Also, von daher, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen und meine Aufregerei und. Und wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Und lasst mir gerne auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.